Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel-, Strategiespiel- und Zwergenfreunde zu Spellforce, The Order of Dawn. Ja, wir sind immer noch fleißig dabei, unsere Armee zu sammeln für den Durchbruch in die letzte Schlacht. Also wir sind auf der letzten Map auf Sharrow. Und sind auch gerade dabei, fleißig Erfahrungspunkte zu sammeln. Während wir unsere Armee hochziehen. Ah, noch keine Truppen. Wie sieht's hier aus? Für die Macht Nors. Nor ist mit uns. Gerade mal 6 hiervon, also brauche ich noch 4. Eigentlich noch viel mehr. Während hier Runenkrieger, alles zu Mögliche mir! auf mich losgeht. Das ist ein Hinterhalt! In der Hoffnung, dass wir noch ein bisschen Erfahrung sammeln. Wir werden angegriffen! Die Linien müssen halten! Standhalten, Männer! Während unsere Armee halt wächst und ja, wir Nahrung sammeln, um sie noch größer zu machen. Ich werde jetzt wahrscheinlich doch auf das Maximum gehen. Lasst uns kämpfen. Für die Macht Nors. Auf dass ich gehen kann. Und werde die letzten 4 halt freihalten mit dem bisschen Mondsilber, was wir noch so abbauen. In der Hoffnung, dass ich 5 Havocs zusammenkrieg. Für die Ehre. In der Zwischenzeit sammeln wir halt Erfahrungspunkte, so gut es geht. Und halt auch die Nahrung. Die wir brauchen, um auf 80 Bevölkerung hochzukommen. Also wahrscheinlich diese und nächste Folge werde ich damit noch verbringen. Und dann, wenn die beiden Folgen ungefähr rum sind, dann werde ich... Oh, cool, da kommt jetzt mehr Mondsilber rum. Wenn er gleichzeitig 3 hackt. Genau, es wäre wirklich schön, wenn es mehr Todesweber wären, die mich angreifen würden. Ich habe nämlich die Hoffnung, dass die etwas mehr Erfahrung begeben. Und so der Balken etwas mehr steigt, dass wir wenigstens ein bisschen an den halben Balken rankommen. Die Linien müssen halten. Wir werden angegriffen. Standhalten, Männer.
Wir werden angegriffen! Und ja, der Angriff von oben, der ist halt nie so stark. Vorsicht, Gegner! Hier unten aus. Also der von dem kleinen Lager hier. Das Lager ist ja auch ehrlich gesagt nicht sonderlich gut bewacht, das obere. Da ist nur der zweite Prinzeps der Hand, der wirklich böse ist. Die Eisschleuderer hier sind ja eher Pillipalli. Ja, wir müssen halt auf die Nahrung warten. Das kann jetzt wieder ein bisschen dauern. Wobei unsere Nahrungslage selber schafft noch gut. Wahrscheinlich, weil die Pilzsammler es vollgestopft haben. Ja, da kommt der nächste Angriff aus der Richtung. Diesmal sind sie nur zu viert. Zwei Todesweber, zwei Klingenweber. Die Linien müssen halten! Das ist ein Hinterhalt! Da kommt jetzt wieder der Mini-Angriff. Wir werden angegriffen! Ja, ich kann. Wobei es fehlt ja, glaube ich, ein Hexer. Oder? Für die Ehre! Ja. Einer fehlt. Aber ja, für zwei Havocs habe ich schon mal das Mondsilber, also für die Hälfte. Ja, Aria habe ich im Überfluss. Mondsilber ist halt, wie gesagt, das Problemchen. Ja.
Ich hoffe echt mal, dass sich das ausgehen wird. Bin da ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Da kommt die nächste Angriffswelle. Das heißt, hier oben macht sich dann auch bald wieder eine bereit. Das ist ein Hinterhalt! Wir werden angegriffen! Und ja, vorbei. Die Linien müssen halten! Bein kann ich den Erfahrungspunkt im Balken nicht wirklich sehen. Tatsächlich, da kommt nur ein Mini-Angriff aus ein paar Fußsoldaten. Also entweder gar keine oder fast keine Erfahrung mehr gibt. Okay, es wird jetzt wieder gesammelt. Das heißt, wir kriegen bald die Nahrung rein. Für die nächsten. Also fürs nächste Upgrade. Dann fehlen uns nochmal 3000 fürs letzte. Aber da die Pilze jetzt hier im Großen und Ganzen am Wachsen sind, glaube ich, dass wir das zusammenkriegen sollten. Da sollten wir nämlich auch das Mondsilber für die Havocs haben. Ja, jetzt wird ihre Anzahl wieder größer. Dann kommt ruhig her und versucht mich zu hauen. Wir werden angegriffen! Runenkrieger, zu mir! Die Linien müssen halten! Das ist ein Hinterhalt!
Jetzt lustig, dass hier ein paar kleine weiße Pilze sind, die irgendwie langsamer wachsen gefühlt. Oh. Die haben es schon aufgegeben, da oben habe ich das Gefühl.